Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Grundkurses Funktionalanalysis. Heute geht es schwerpunktmäßig um lineare Operatoren und ich kann jetzt schon mal versprechen, dass dieses Kapitel erstens wesentlich kürzer und zweitens wieder wesentlich entspannter wird als das letzte, weil das wurde ja zum Abschluss hin dann doch ein bisschen abgespaced. Nichtsdestotrotz ist Kapitel 4 irgendwo dann doch wichtig, zumindest die Aussagen daraus, weil das werden wir immer mal wieder brauchen. Und jetzt in Kapitel 5 wird es erstmal wieder ein bisschen grundlegender. Und zwar wollen wir heute uns mit diesem grundlegenden Begriff der linearen Operatoren in der Funktionalanalysis beschäftigen. Und insbesondere werden wir heute auch mal klären, was denn überhaupt ein Funktional ist, damit wir auch mal wissen, worüber wir hier überhaupt sprechen. Weil es ist ja bis jetzt irgendwie noch nicht ganz so rausgekommen und das werden wir jetzt an dieser Stelle mal nachholen. Ja, und damit fangen wir auch direkt an. Das ist nämlich Definition 5.1. Das ist nämlich gerade, ja, noch nicht der lineare Operator, aber was heißt es erstmal, linear zu sein? Das ist jetzt quasi so eine kleine Wiederholung, größtenteils aus der linearen Algebra. Die ist wahrscheinlich bei vielen schon mal da, aber es schadet sicher nichts, das nochmal einmal zu wiederholen. Was nehmen wir uns also? Wir nehmen uns jetzt EF, das sollen Vektorräume sein, und zwar Vektorräume über unserem Körper K. K soll jetzt bei uns erstmal wieder reell oder komplex sein. Man kann das natürlich in schöner Allgemeinheit über ganz normalen Körpern definieren, aber für unsere Zwecke reicht es, wenn wir als Körper eben die reellen oder die komplexen Zahlen zulassen. Was nehmen wir uns dazu? Wir nehmen uns dazu eine Abbildung von E nach F. Ja, und dieses T heißt linear, falls zwei Bedingungen gelten. Einmal L1, das soll erfüllen T von x plus y, soll sein T von x plus T von y, ja, für alle xy, und zwar aus E. Das ist der erste oder die erste Bedingung, die wir an dieses T stellen wollen, wenn wir es linear nennen. Und L2 soll im Wesentlichen Verträglichkeit mit der skalaren Multiplikation sein. Das heißt, T von Alpha x soll Alpha T von x sein. Ja, für alle x aus E. Und das Alpha ist ein Skalar, also aus unserem Körper K. So, zu solchen Funktionen oder zu solchen Abbildungen, die linear sind, ich schreibe das hier nochmal hin, damit es einmal irgendwo steht, da definieren wir uns jetzt noch den Nullraum, also den Kern von T und das Bild von T, und zwar den Kern, den definieren wir durch N von T, N für Nullraum oder Null Room, wie auch immer man das im Englischen nennen möchte. Im Englischen finden wir auch häufig einfach K für Kernel, das geht natürlich auch. Also N von T, das soll einfach sein das Urbild der Menge, wo nur die Null drin ist. Das ist relativ klassisch. Das sind eben gerade alle x aus t, sodass t von x gerade 0 wird. Das kann man natürlich allgemeiner machen. Man kann zum Beispiel auch zwischen zwei Gruppen den Kern eines Isomorphismus oder Homomorphismus definieren. Dann steht hier hinten statt 0 das entsprechende neutrale Element. Also das ist so eine Definition, die ist dann doch schon irgendwie sehr robust in Bezug auf viele Teilgebiete der Mathematik, weil das wird immer gleich definiert. Das hat dann unterscheidet sich dann halt nur in so gewissen Feinheiten, aber die grobe Struktur, die dahinter steckt, das ist immer das Gleiche. Ja, und wir definieren das Bild von T als R von T, R in diesem Fall einfach für Range. Das soll einfach sein, das Bild von E unter T, also im Wesentlichen alle T von X, sodass X in E ist. Das ist im Wesentlichen so die große Definition der linearen Abbildung auf Vektorräumen. Man kann dieses L1 und L2 häufig mal ersetzen durch eine äquivalente Darstellung. Das werden wir im Folgenden ab und zu mal tun. Das wollte ich jetzt nur nicht in so eine eigene Aussage ausgliedern. Das ist äquivalent zu, es gilt L'. Und das L' sagt einfach nur, wir haben T von Alpha x plus y gleich Alpha T von x plus T von y. Das ist häufiger mal auch in der Literatur zu finden. Das ist einfach eine äquivalente Darstellung. Dass die Dinger wirklich äquivalent sind, das rechnet man einmal kurz nach. Da ist wirklich nichts Dramatisches dran. Sollte man aber einmal gemacht haben, damit man sich einmal vergewissert hat, dass da wirklich Äquivalenzen reinhauen. Was wir auch nicht beweisen, aber durchaus mal eben formulieren wollen, ist Lemma 5.2. Das ist nämlich eine Aussage, die liegt nach der linearen Algebra 2 oder auch sogar schon 1 auf der Hand. Ups. Lemma 5.2 liegt so ein bisschen auf der Hand. Und zwar macht das eine Aussage über die Struktur von Kern und Bild. Und zwar sagt das im Wesentlichen nur aus, wenn wir einen linearen
wenn wir eine lineare Abbildung von e nach f haben, dann ist n von t, also t wie in 5,1, n von t ist ein Untervektorraum des Raumes e selber und das Bild von t ist ein Untervektorraum von vom Bildraum, also von f. Joa. Kann man sich sehr leicht nachrechnen. Also für den Nullraum zum Beispiel ist schon mal klar, dass der Nullvektor drin liegt. Wenn zwei Vektoren drin liegen, dann kann ich bei so einer linearen Abbildung die Abbildung ja quasi auseinanderziehen und dann liegt natürlich auch die Summe wieder drin. Und das gleiche macht man dann noch für die skalare Multiplikation. Das folgt also alles im Wesentlichen aus der Eigenschaft L1 und L2 beziehungsweise aus L'. Also das ist tatsächlich eine relativ einfache Folgerung. Da passiert nicht besonders viel bei. Und jetzt wollen wir uns mal definieren, was denn jetzt tatsächlich ein Operator ist. Bevor wir das tun, mache ich mir einmal noch eine ganz kurze Notiz, weil hier im Skript noch eine kleine Ungenauigkeit drin ist. Nicht, dass da noch hinterher ein Problem mit auftaucht. So, jetzt ist es wieder konsistent. Jetzt wollen wir uns überlegen, was ist denn überhaupt ein Operator? Ja, ein Operator ist erstmal ganz billig gesagt eine Abbildung zwischen normierten Räumen. Also EF normiert. Normiert genauso, wie wir es halt in Kapitel 1 definiert haben. Also E und F sind beides nicht leere Mengen. Und auf den Dingern gibt es eine Norm. Ja, dann nehmen wir uns so ein T, das von E nach F abbildet. Und dann heißt T einfach schon Operator. Das ist also im Wesentlichen die Definition des Operators. Und das ist jetzt natürlich irgendwie der Grundstein dessen, was wir hier überhaupt tun. Wir wollen halt Methoden entwickeln, um solche Operatoren zu untersuchen, weil das irgendwie ein sehr fundamentales Problem der Mathematik ist, zum Beispiel Differentialoperatoren zu untersuchen, wenn man sich dann hinterher zum Beispiel in so Gefilden wie partiellen Differentialgleichungen aufhält. So, und T heißt entsprechend linearer Operator. Das kann man sich jetzt fast schon denken, falls T zusätzlich linear ist. So, linearer Operator. Ach, Quatsch. T wollte ich drücken. Linearer Operator, falls T L' erfüllt. Weil natürlich können wir auch zwei Vektorräumen sofort eine Norm einführen. Das heißt, das ist klar. Man kann L' aber natürlich auch ein bisschen allgemeiner lesen, indem man hier einfach sagt, okay, X und Y kommen aus E und das Alpha kommt aus K. Dann kann man das hier genauso auch für normierte Räume formulieren. Also das hier hängt nicht an den Vektorräumen fest. So, und mit diesem Wissen ausgestattet wollen wir jetzt auch den ersten sehr elementaren Satz beweisen, der vereinfacht ausgedrückt sagt, dass ein linearer Operator stetig ist, wenn er beschränkt ist. Das ist ein sehr wichtiger Satz. Und damit wir bei Operatoren so ein bisschen Schreibarbeit sparen, ist irgendwie so eine Konvention in der Funktionalanalyse, dass man statt t von x jetzt einfach schreibt tx für einen Operator. Soll eben dazu dienen, dass man sofort erkennt, dass t ein Operator ist und nicht irgendeine beliebige Funktion oder Abbildung. Ja, und dieser Satz, den wir jetzt beweisen wollen, das ist Satz 5.4. Das ist so ein bisschen der grundlegendste Satz, den man zu so Operatoren überhaupt formulieren kann. Und der macht Folgendes. Wir nehmen uns normierte Räume xy und zu diesen normierten Räumen nehmen wir uns eine Abbildung von x nach y. Und zwar soll das jetzt nicht nur eine beliebige Abbildung sein, sondern tatsächlich so ein linearer Operator. Und dann macht dieser Satz folgende Aussage, wir kriegen so eine Äquivalenzkette, also dann sind äquivalent. Und jetzt kommen vier Aussagen. Und aus diesen Aussagen wollen wir dann gleich noch ein bisschen mehr rausholen. Zunächst mal soll eben dieser Operator beschränkt sein. Das schreiben wir folgendermaßen, es gibt ein c größer gleich 0 für alle x in dem normierten Raum x, sodass die Norm von tx, also t angewandt auf x, das ist jetzt natürlich die Norm von y. Ich schreibe das jetzt einmal dran. Im Folgenden ist das aber immer irgendwie klar, weil es ist immer klar, wo dieses Argument gerade lebt. Hier ist tx halt dadurch, dass t von x nach y geht, automatisch in y. Also müssen wir hier die Norm in y nehmen und das soll kleiner gleich c mal ja, die Norm x sein. Und die x-Norm, die brauchen wir jetzt natürlich bezüglich der Norm auf dem Raum x. Das ist also die erste Aussage. T ist beschränkt. B, das ist jetzt die
die interessante erste Aussage, T ist dann sogar schon gleichmäßig stetig. Auf x, genau. C ist eine unmittelbare Folgerung hier draus, dann gibt es nämlich T stetig in mindestens einem Punkt. Das ist manchmal ganz charakteristisch oder manchmal ganz sinnvoll, das zu fordern. Beziehungsweise das zu fordern ist falsch, aber das ist für den Nachweis halt ziemlich gut, weil wenn ich jetzt einen Operator habe, der linear ist zwischen zwei normierten Räumen und ich weiß nichts über den und ich kann aber nachweisen, okay, es ist im Nullpunkt oder sonst wo stetig, dann weiß ich sofort, ich habe einen gleichmäßig stetigen Operator auf dem gesamten Raum und das Ding ist beschränkt. Das heißt, das ist für die Praxis manchmal einfach ganz relevant, wenn man einfach nachrechnen kann, dass man in einem Punkt Stetigkeit hat. Und was hinterher noch relativ wichtig ist, da werden wir gleich direkt nach dem Beweis noch drauf eingehen, ist dieser Teil D. Wir können für T eine Norm definieren. Das nennen wir hinterher Operatornorm, das fasse ich aber gleich nochmal in Worte. Und die definieren wir als das Supremum aller Norm x, gemessen in der x-Norm, kleiner gleich 1, Norm tx. Und das ist kleiner unendlich. Das heißt, wenn die Operatornorm kleiner als unendlich ist, haben wir sofort einen stetigen Operator. Das ist so eine klassische Folgerung, die wir haben. Und das, was hier unten steht, das werden wir noch so ein bisschen erweitern können, beziehungsweise verallgemeinern können. Genau. Beziehungsweise, das heißt verallgemeinern, das kann man einfach anders hinschreiben. Das ist einfach die Einheitskugel, die abgeschlossene Einheitskugel auf x. Das kann man meinetwegen so hinschreiben, das ist aber nicht so kriegsentscheidend. Also daran hängt es dann tatsächlich nicht. Das wollen wir jetzt erstmal beweisen. Und das machen wir jetzt ganz klassisch für so Äquivalenzaussagen. Wir machen das per Ringschluss und wir fangen einfach mal mit A nach B an. Das heißt, wir können voraussetzen, wir haben einen beschränkten Operator und wir wollen aus der Beschränktheit jetzt die gleichmäßige Stetigkeit ziehen. Gleichmäßige Stetigkeit nochmal, das ist im Wesentlichen Stetigkeit, aber das Delta, was wir in der Stetigkeit wählen wollen, das ist einfach nur noch abhängig von Epsilon und nicht mehr von dem x selber, wo wir es betrachten wollen. So, jetzt können wir zunächst mal so ein bisschen die Linearität ausnutzen von t, weil das wissen wir ja übergeordnet. Das heißt, wir beachten einfach mal tx minus ty, das jetzt bezüglich der y-Norm. Das ist nichts anderes als, wir ziehen das t raus, das heißt, wir machen daraus t von x minus y. Das ist jetzt gerade die Linearität gewesen. Naja, und jetzt wissen wir nach Voraussetzung, das Ding ist beschränkt. Das heißt, das ist kleiner als c mal Norm x minus y. Und jetzt hatten wir die gleichmäßige Stetigkeit als formelmäßige Sache mal definiert in Formel 4.5. Und in diesem 4.5 können wir jetzt das Delta sehr explizit setzen. Nämlich Delta gleich, das mache ich nochmal ein bisschen schöner hier. Delta gleich, und Delta setzen wir jetzt einfach als dieses Epsilon oder als Epsilon durch C, weil dann gilt mit Betrag x minus y kleiner als Delta sofort das die Norm von tx minus ty, das ist ja kleiner gleich als C, mal Norm von x minus y, das ist nach Voraussetzung dann kleiner als Delta, also kleiner c Delta, und Delta war gerade Epsilon durch C. Also ist das gleich Epsilon für so ein Epsilon größer 0. Oder für Epsilon größer 0. Also das sollte eigentlich hier vorne hin, aber lassen wir das einfach mal so stehen. Und damit haben wir sofort gleichmäßige Stetigkeit. Also B. Ja, wenn wir gleichmäßige Stetigkeit haben auf x, dann ist natürlich klar, dass es einen Punkt gibt, wo es stetig ist. Das heißt, diese Implikation von B nach C ist offensichtlich, aber halt wie gesagt für die Praxis ab und zu mal ganz sinnvoll, einfach mal formuliert zu haben, um sich dessen bewusst zu werden. Das heißt, wir können jetzt weitermachen mit C nach D. Das heißt, wir haben Stetigkeit in einem Punkt und aus der Stetigkeit in einem Punkt wollen wir jetzt rausholen, dass diese Operatornorm, also dieses Supremum, dass das kleiner als unendlich ist. So, und dazu nehmen wir uns jetzt mal exakt Epsilon gleich 1. Dazu existiert ein Delta größer 0 mit. Und jetzt benutzen wir einfach, dass die Stetigkeit in A gilt. Das heißt, x minus A in der Norm kleiner als Delta. Daraus folgt, jetzt kommt Stetigkeit, tx minus ta ist kleiner gleich 1. Im Allgemeinen steht hier ja, Epsilon größer 0, existiert Delta größer 0.
sodass, wenn diese Differenz hier in einer Norm kleiner als Delta ist, ist das kleiner als Epsilon. In der Stetigkeit gilt das für alle Epsilon, das heißt insbesondere für Epsilon gleich 1. Man nimmt sich hier einfach einen recht komfortablen Fall raus. Und dieser komfortable Fall, der passt in diesem Fall auch super auf das, was wir zeigen wollen, weil wir wollen ja gerade über alle x mit Norm x kleiner als 1 oder kleiner gleich 1 das Supremum bilden. Und dementsprechend ist das hier eine ganz natürliche Wahl. Genau, das ist also die Ausnutzung der Stetigkeit. Was wir jetzt machen wollen, wir wollen daraus Aussagen treffen über den Operator. Dafür gucken wir uns jetzt nur solche x an, die in der Norm nach oben durch 1 beschränkt sind. Dann gilt mit dieser Vorüberlegung hier, wenn ich die Norm betrachte von a plus Delta x und davon a abziehe, dann ist das gleich die Norm von Delta x. Das ist also hier quasi einfach ausgerechnet. Was ich also mache, ist, ich störe a um einen kleinen Teil in Richtung x und ziehe dann a wieder ab. Das heißt, ich betrachte hier im Wesentlichen eine kleine Störung von x. Ja, und das hier ist aber kleiner gleich Delta, denn diese Norm, die hier steht, die ist submultiplikativ. Das hatten wir mal schon mal benutzt, glaube ich zumindest gerade. Was hier aber auf jeden Fall hintersteckt, ist im Wesentlichen, wir ziehen quasi das Delta als Norm raus. Das ist homogen, Delta ist größer als 0, also zieht der Filterbetrag weg. Und dann haben wir hier nur noch die Norm von x stehen und die ist nach Voraussetzung jetzt kleiner gleich 1. Das heißt, hier haben wir kleiner gleich Delta. Ich glaube, die Submultiplikativität haben wir noch nicht ausgenutzt, aber die kommt auf jeden Fall gleich auch noch einmal ins Spiel. Genau, jetzt haben wir das kleiner gleich Delta. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir darauf den Operator anwenden. Das heißt, wir schauen uns an die Norm von t angewandt auf Delta x. Das ist jetzt so einer der wenigen Momente, wo man bei so einem Operator wieder Klammern schreibt, einfach um hier zusammengehörige Argumente zu verdeutlichen. So, jetzt weiß ich, okay, ich kann dieses Delta x ein bisschen anders schreiben. Ich kann das nämlich mit der Linearität des Operators einfach zusammenziehen, indem ich sage, das ist t von a plus Delta x minus t von a. Das ist jetzt nach den Linearitätseigenschaften klar, da kann ich die Dinger wieder zusammenpacken und dann habe ich hier das gleiche drinstehen. Das ist also nur dieses Argument ein bisschen aufgebläht. Ja, und das ist jetzt aufgrund der Stetigkeit kleiner gleich 1, weil das hier kleiner gleich 1 ist. Das haben wir jetzt nämlich hier gerade nachgewiesen. Wir wissen halt, wir haben Stetigkeit in diesem Delta x hier. Beziehungsweise wir haben Stetigkeit in dem a. Das heißt, wenn die Norm von x minus a kleiner als Delta ist, dann ist das hier kleiner gleich 1. Ja, und jetzt haben wir hier gerade quasi diesen gleichen Fall konstruiert. Nur statt für x, für a plus Delta x. Und da haben wir eben genau diese gleiche Geschichte. Diese Norm hier, das entspricht quasi dieser Norm hier, die ist kleiner als Delta oder kleiner gleich Delta, das ergibt keinen Unterschied. Jetzt wende ich den Operator darauf an, schreibe das hier in einer etwas anderen Form und dann weiß ich hier sofort, das ist kleiner gleich 1, weil das hier kleiner gleich 1 ist durch die Stetigkeit in A. Und das kann ich jetzt einfach umformen, denn daraus ergibt sich sofort, dass die Norm von t von x, das hier ist ja ein Skalar, das kann ich jetzt aus diesem Linearität rausziehen, nach vorne, und dann aus der Norm rausziehen. Das heißt, ich kriege hier Delta mal Betrag oder Norm t von x. Das heißt, t angewendet auf x, da brauchen wir jetzt die Klammer nicht mehr. Das ist sofort kleiner gleich, ja, als eben entsprechend 1 durch Omega. Nach Omega, Delta. Also nochmal klar, dieses Delta, das ziehe ich mit der Linearität vors t und dann mit der Normeigenschaft, also mit dieser Homogenität, hier vorne vor. Und da das positiv ist, brauche ich hier keinen Betrag. Und dann teile ich hier durch und dann folgt diese Ungleichung hier draus. So, und was ich jetzt mache, jetzt bilde ich das Supremum über meine x, die ich haben möchte. Das heißt, ich schreibe erstmal auf beiden Seiten das Supremum Norm x kleiner gleich 1 hin. So. Auf dieser Seite ist 1 durch Delta. Ja, das ist überhaupt nicht mehr abhängig von x. Das heißt, hier kommt sowieso schon mal 1 durch Delta hin. Hier steht dann die Norm von t angewandt auf x. Naja, und das hier wird, dieses kleiner gleich, das wird durch Supremumsbildung her erhalten. Das ist ja eine Tatsache, die man in der Anna 1 lernt. Ja, und was steht dann da? Da steht jetzt die Norm von t. So haben wir das Ding ja definiert oben. Also haben wir Norm von t gleich 1 durch Delta. Ja, und 1 durch Delta ist aber durch die Stetigkeit, so haben wir das Delta ja gewählt, kleiner als unendlich.
Das heißt, diese Norm ist endlich. Und das ist genau das, was wir zeigen wollten. So, dann bleibt noch die letzte Aussage. Wir wollen voraussetzen, dass die Norm von t und, kleiner als unendlich ist. Dann wollen wir daraus folgern, dass wir auch sofort Beschränktheit haben. Das ist jetzt noch d nach a. Ja, und wenn wir das beweisen können, dann haben wir nach dem Ringschlussprinzip alle Aussagen drin. So, und jetzt beginnt das erstmal wieder mit so einem kleinen Kniff, der aber relativ gut einsichtig ist. Wenn wir x ungleich 0 betrachten, dann können wir die 1 ein bisschen umschreiben. Und zwar können wir die 1 umschreiben zu Norm von x durch Norm x. Weil das hier drin ist ja entweder 1 oder minus 1 und davon die Norm genommen ist dann 1. Und das heißt nichts anderes, als wenn ich jetzt den Operator t mal loslasse auf x durch Norm x, davon die Norm nehme, dann ist das kleiner gleich die Operatornorm. Weil was würde die Operatornorm machen? Die würde jetzt über alle x mit Norm kleiner gleich 1 supprimieren. Und das liegt ja gerade in diesem Bereich drin, aufgrund dieser Gleichung hier. Also wenn ich die äußeren Betragsstriche weglasse, dann ist das hier kleiner gleich 1 und dann hat man nämlich genau dieses Supremum da drin. Und das hier ist ja nach Voraussetzung kleiner als unendlich. So, was folgt also? Daraus folgt, die Norm von tx, die ist jetzt sofort kleiner gleich als die Norm von t mal die Norm von x. Das folgt im Prinzip hier raus. Weil wenn wir das jetzt hier, wenn wir das hier jetzt quasi nehmen und mal mit der Norm von x durchmultiplizieren, dann kann ich die Norm von x als Skalar ja hier reinschmuggeln, dann kürzt das hier direkt weg, hier bleibt tx stehen und hier haben wir Norm t mal Norm x. Und Norm t war ja als kleiner unendlich vorausgesetzt. Das heißt, wir setzen jetzt einfach dieses c als Beschränktheitskonstante als die Norm von t. Und dann haben wir hier den Beweis fertig. Und aus diesem Beweis folgt auch etwas, was wir gleich noch kurz einmal in Worten aufschreiben wollen. Diese Operatornorm ist die kleinste Konstante, sodass man die Beschränktheitseigenschaft in A erfüllen kann. Das heißt, wenn man die Operatornorm ausrechnet, dann ist der Operator selber immer beschränkt durch die Operatornorm. Und umgekehrt, wenn man halt rausfindet, dass ein Operator beschränkt ist und man hat die kleinste Schranke gefunden, dann hat man die Operatornorm. Aus diesem Satz wollen wir jetzt noch einmal eine kurze Folgerung ziehen, die nochmal eine genaue Aussage macht, wann jetzt genau ein Operator ja, beschränkt bzw. stetig ist. Und zwar ist das diese Folgerung 5,5. Die brauchen wir aber natürlich nicht mehr beweisen, weil das fasst jetzt eigentlich nur die Ergebnisse zusammen, die wir bis hierhin gezogen haben. Das heißt, da steckt jetzt nicht viel Idee drin. Und zwar so ein linearer Operator t wie oben ist stetig genau dann, wenn die Einheitskugel von x unter t in eine beschränkte Teilmenge abgebildet wird. Das heißt, wenn t von bx gleich, wenn t von bx, schreiben wir es ruhig so, beschränkt in y. Jetzt machen wir hier irgendwo noch einen Satz draus. Also t stetig genau dann, wenn t von bx beschränkt in y. Ja, wobei dieses bx eben gerade die geschlossene oder die abgeschlossene Einheitskugel ist, also alle x aus x mit Norm x gleich 1. So, machen wir es hier einheitlich. Doppelpunktchen. Das kann man noch analog bzw. äquivalent umschreiben. Wenn wir eine beschränkte Teilmenge in t reinstecken, dann kommt auch eine beschränkte Teilmenge raus. Das ist vielleicht ein bisschen plakativer zu merken, das ist aber nichtsdestotrotz auch eine wichtige Folgerung. So, jetzt werde ich mal ganz kurz einen Schluck trinken, sonst kriege ich nämlich langsam ein kleines Pappmaul. Und dann machen wir sofort weiter mit einer kleinen Bemerkung. So, wieder da. Und zwar wollen wir zunächst mal anmerken, aufgrund dieser Tatsache, dass ein Operator stetig ist, genau dann, wenn er beschränkt ist, nennt man lineare Operatoren auch beschränkte Operatoren. Das sind also insbesondere die gleiche Klasse von Operatoren. Und jetzt wollen wir uns noch so ein bisschen über dieses Supremum
in 4.5 unterhalten. Und das macht jetzt Bemerkung 5.6. Und zwar wie folgt. Dieses Supremum, also Norm T gleich Supremum Norm X kleiner gleich 1 über Betrag Tx oder Norm Tx, was ich jetzt natürlich auch sofort schreiben kann als Supremum über alle x aus der Einheitskugel Bx, das ist nämlich genau das gleiche, und zwar aus der, hier muss auch ein kleiner gleich hin, sonst ist das nämlich der Rand der Einheitskugel, also Supremum aller x aus Bx, sodass Norm Tx genommen wird. Dieses t ist die minimal mögliche Konstante, durch die das t beschränkt werden kann. Und man kann jetzt weiter zeigen, oder man kann sehr leicht nachrechnen, dass durch diese Norm tatsächlich auch eine Norm auf einem Vektorraum gestiftet werden kann, und zwar auf dem Vektorraum L von xy. Das ist wieder so ein geschwungen L, zumindest bei mir. Und dieses L von xy, das sollen gerade alle Operatoren t von x nach y sein, sodass t eben linear und stetig ist. Oder eben anders gesagt linear und beschränkt. Das heißt, hier definieren wir quasi diesen Raum L von xy. Ja, und dann sagt eben diese Bemerkung im Wesentlichen aus, dass L von xy zusammen mit dieser Operatornorm ein normierter Vektorraum ist. So. Gut. Joa, das wäre im Wesentlichen dazu zu sagen. Jetzt werden wir mal ein bisschen konkreter, jetzt werden wir noch ein paar Sachen definieren. Und zwar werden wir jetzt insbesondere den Begriff funktional definieren. Und dann werden wir sehen, warum es sich überhaupt lohnt, mit der Funktionalanalyse zu beschäftigen, auch wenn das jetzt ein bisschen hochgreift. Aber wir werden dann noch ein paar schöne Sätze rausbekommen, die auch insbesondere nochmal den Zusammenhang zwischen Kapitel 5 und 4 klären, sodass dann vielleicht auch ein bisschen besser verständlich ist, warum wir Kapitel 4 überhaupt besprochen haben. Und dazwischen machen wir irgendwo noch einen kleinen Cut. Wahrscheinlich jetzt nach der Definition. Aber die möchte ich jetzt auf jeden Fall noch über die Bühne bringen. Und zwar ist das Definition 5.7. Und die sagt jetzt Folgendes aus. Wir nehmen uns xy normierte Räume und wir nehmen uns einen linearen Operator aus L von xy und dann definieren wir ein paar Sachen. Nämlich erstens mal, was ich schon jetzt die ganze Zeit verwendet habe, aber noch nicht hingeschrieben habe, dieses Norm T heißt Operatornorm. Also genauer Operatornorm von T. Das habe ich jetzt schon benutzt die ganze Zeit. Aber es schadet nichts, das nochmal dann auf Papier zu haben quasi. Jetzt definieren wir was Neues, nämlich den sogenannten Dualraum. Und zum Dualraum werden wir dann beim nächsten Mal auch sofort, nicht ganz sofort, aber auch relativ zügig einen Satz bekommen, der nämlich aussagt, wann dieser Raum ein Banachraum ist. Und zwar heißt x', das soll einfach die Menge der Operatoren von x nach k sein. Das heißt, wir nehmen uns einfach als normierten Raum hier hinten den Körper K selber. Das Ding heißt Dualraum von X. Das kann man auch quasi noch ein bisschen weiter treiben. Man kann dann nämlich auch irgendwann mal so Dualräume von Dualräumen angucken, den sogenannten Bidualraum. Und da gibt es dann auch noch sehr interessante Sätzchen zu, die dann allerdings auch ein bisschen sehr viel mehr Vorbereitung erfordern. Vielleicht kommen wir da irgendwann nochmal zu. Also das Ding heißt Dualraum von x. Und jetzt wollen wir definieren, was ein Funktional heißt. Und ein Funktional ist einfach ein Element im Dualraum. Also ein f in x' heißt stetiges, lineares Funktional. Ja, und der Name ist eigentlich auch klar. Denn stetig ist logisch, und linear ist auch logisch, weil so ist der Raum definiert. Das sind ja gerade alle stetigen linearen Abbildungen. Ja, und funktional, das kommt jetzt halt daher, dass hier hinten der zweite Raum einfach R oder C ist. Da nennt man solche Abbildungen ja auch Funktionen.
Und deswegen nennen wir das jetzt hier in Analogie funktional. Das heißt, ganz anschaulich gesehen, was ist so ein f? F ist einfach eine Abbildung von x in den Körper k. Und k ist jetzt halt bei uns entweder r oder c. Gut, damit möchte ich dieses Video erstmal beschließen. Das ist jetzt ja doch mal ein wenig kürzer geworden. Das ist aber wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Und es ist irgendwie immer sinnvoller, lieber zwei kürzere Videos zu machen, finde ich, als ein riesenlanges. Zumindest bin ich da heutzutage der Einstellung zu, oder der Meinung. Und beim nächsten Mal möchte ich jetzt nur schon mal kurz sagen, was wir machen werden. Wir werden zunächst mal zeigen, dass dieser Operator nun tatsächlich submultiplikativ ist. Das geht relativ zügig. Und dann wollen wir halt zeigen, dass bei normierten Räumen der Dualraum sofort ein Banachraum ist. Unter einer bestimmten Voraussetzung natürlich. Das gilt auch nicht immer. Dann bilden wir nochmal eine Brücke zu gleichstetigen Funktionenmengen. Jetzt gleichstetige Funktionenmengen halt speziell in dem LXY. Und dann wollen wir uns noch angucken, was wir mit Operatorenfolgen schon so Schönes machen können. Und zum Abschluss nächstes Mal betrachten wir dann ein sehr, sehr wichtiges Beispiel vom Funktionalen, nämlich die Klasse der sogenannten Dirac-Funktionale, die wir später, ich weiß nur noch nicht, ob das im Grundkurs, also in diesem Grundkurs zur Funktionalanalysis ist oder ob ich das irgendwann mal später nochmal mache, auch noch als sogenannte Distributionen kennenlernen werden. Aber was das ist, da möchte ich jetzt nichts zu sagen. Wer da was zu wissen möchte, der kann das natürlich gerne mal recherchieren. Da bieten sich auch die Bücher von Capello zu an, insbesondere der Aufbaukurs macht da sehr viel zu. Gut, das wäre es erstmal für Kapitel 5 im ersten Teil. Ich denke mal, das sollte ein ganz guter Abschluss sein. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ansonsten auch gerne eine Anmerkung oder einen Kommentar oder irgendeinen sachlichen Fehler, falls da einer drin war, was ich nicht hoffe. Und in dem Sinne sage ich einfach mal von meiner Seite vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.